Hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Replay von World of Warships mit der Atago. Das ist eine wirklich coole Runde, glaube ich, die ich euch hier zeigen werde. Und ja, deswegen, wir spulen schon mal ein bisschen vor. Ich bin da selber sehr gespannt und erwarte mir da einiges davon. Atago ist ja auch ein tolles Schiff. Also im Premium-Bereich muss man wirklich sagen, kann das Schiff schon was? So. Wir machen gleich in die Echtgeschwindigkeit, sobald er auch hier auf was schießen wird. Weil aktuell ist es noch unspannend. Aber jetzt würde ich sagen, kann man mal anschauen, wie das Ganze sich so verhält. Da hat er nämlich einen Nürnberg, auf die er da schießen will und das auch tut. Torpedos hat er mal ins Wasser gelassen und... Drei Zitadellentreffer, First Blood, vernichtender Schlag. Das ist ein guter Anfang, wohl wahr. Ja, so muss das. Da sieht man einfach AP, wie mächtig die sein können. Nun hat er HE geladen, er will wohl auf die Tirpitz gehen, habe ich so die Vermutung. Das ist übrigens auch nochmal Vanilla für alle, die das seit dem Patch nicht gespielt haben. Die Minimap unten mit den Ansichten, wo man aufgeht, beziehungsweise wie weit man sehen kann. Auch ein dicker Treffer. Zieltreffer in Brand gesteckt. Perfekt, so muss das. Da, jetzt ist die Tirpitz eigentlich greifbar, aber er kommt noch nicht drauf. Und da, jetzt hat er sie wieder. Schüsse sind raus. Die kommen auch in der Tendenz ganz gut. Auch wieder in Brand gesteckt und wieder 5 Zieltreffer. Also zielen kann er, der Junge. Das sieht man direkt. Flugzeugträger hat der Gegner einen, aber bis dato hat er noch nicht viel von den Flugzeugen zu Gesicht bekommen. Vielleicht mal ein Faktor, dass ihr mal so ein bisschen ahnt, in welche Damage-Richtung es hier geht. Er hat alleine am Ende der Runde fast 48.000 Schaden nur mit Bränden verursacht. Nur Brände. Ja, das ist aller Ehren wert. Hier die Hipper. Wieder ein Zieltreffer. Also zielen kann er wirklich. Hat es noch ein bisschen korrigiert. Lenkt jetzt auch ein bisschen ein, dass er da hier die Abpraller provoziert hat. Hat er perfekt gemacht. Er hat seine Schüsse losbekommen und wieder ein Zitadellentreffer. Wieder ein Ausfall. Ja, da muss man sagen, er schießt wirklich, wirklich gut. Nächsten Schüsse in der Luft. Er dreht wieder ein, lenkt da ein. Und nochmal eine Zitadelle. Also Wahnsinn, wie viel Zitadellen der hier klar macht. Aktuell schon 6 an der Zahl. Das Game ist noch nicht alt. ...11.000 Schaden an der New Mexico mit AP. Hier die Torpedos im Wasser. Aber die laufen aus. So, die Hipper, auf die geht er weiterhin jetzt. Bei der Distanz unter 8 Kilometer sollte auch die wieder ganz gut kommen. Schade, alle 10, oder beziehungsweise 10 Zieltreffer, aber kein einzige Zitadelle. Das ist ja schon fast... Das ist ja schon fast Majestätsbeleidigung hier für ihn. So, da dreht jetzt die Hipper gerade bei, aber was soll's.
macht er halt so weg, wie es ist. Torpedo ist jetzt da noch im Wasser, aber ich glaube, die sind ein bisschen zu langsam. Vielleicht der eine rechte oder die zwei rechten könnten vielleicht noch treffen. Da der, genau, der hat getroffen, den ich erwartet hatte. Und auch das wieder mal ein Damage-Faktor zum Überschwemmen hat er nicht gebracht. Jetzt will er die Türme nach rechts ausrichten. Deswegen hat er übrigens gerade, ich bin da aber mal kurzzeitig geswitcht, hat er die ganze Zeit so nach rechts geguckt. Ich habe mich schon gewundert. Kann man auch mit Steuerung X oder Steuerung X, glaube ich, war es, kann man sie nämlich auf eine Ebene auch festlegen. Da muss man nicht so die ganze Zeit dahin gucken. Nur mal als kleiner Nebentipp. 7 Treffer, 2 Brände, aber die sind sofort natürlich gelöscht. Er wartet jetzt auch ein bisschen, bis er wieder erneut schießt, dass sein Reparaturteam, falls er nochmal anzündet, nicht direkt wieder automatisch damit löscht. Und er zündet ihn wieder an. Und jetzt brennt er auch, wie man hier an den Zahlen sieht. Der Gegner hat schon 3 Verluste, sein Team aktuell erst einen. Das ist schon mal eine gute Basis. So, die Fuso, die brennt weiter fröhlich vor sich hin. Oh, der... Da treffen ihn 2 Stück. Einen hinten und einen in der Seite. 2 Torpedos. Und da ist es natürlich ganz schön schnell unangenehm. Deswegen muss er direkt heilen und sich auch reparieren. So ein naher Zerstörer ist halt einfach immer was Unangenehmes. Und hier hat der Gegner mehr als nur einen davon. So, ich glaube, jetzt will er beidrehen, dass er auf die Tirpitz wahrscheinlich vielleicht nochmal eine Salve Torpedos abschießen könnte. Wieder einen Brand zu verantworten. Gut, die Torpedos stören ihn nicht. Und jetzt wieder den nächsten auf die Fuso. Tirpitz kommt jetzt dann näher. Die darf man jetzt nicht ganz vergessen. Ja, genau, da sieht er sie schon. Hat hier halbe Fahrt, aber beschleunigt jetzt auch dementsprechend wieder. Und da die Hatsuharu. Ein Zieltreffer und der landet so, dass er auch dementsprechend mit Feuer da antworten kann. Hatsuharu hat sich jetzt im Rauch versteckt. Da sieht er sie nicht mehr. Atago hat ja kein Radar, das man jetzt aktivieren könnte oder Sonar. Oh, der ist eng. Ui, schön manövriert. Gut ausgewichen. Hat den Gegenpender nochmal gut abgefangen und so ging dann der Torpedo knapp, aber doch an ihm vorbei. Jetzt führt der Gegner aktuell sogar. Der geht nach wie vor bei 3 Verlusten. Sein Team allerdings schon 5. Jetzt ist die Frage, wo ist die Hatsuharu? Da ist sie. Einer trifft und setzt ihn auch in Brand. Den Unterstützer hat er sich jetzt schon mal redlichst verdient. Sekundären schießen auch so ein bisschen mit, aber das ist eher so homöopathisch.
Und hier jetzt der Nächste, der dürfte ihn eigentlich wegmachen. Macht es, jetzt würde ich beidrehen. Genau, ganz schnell. Weil natürlich der Zerstörer, wenn er noch Torpedos gehabt hat, würde er so gelauncht haben, dass die langsam aber sicher doch ankommen. So, dahinter ihm waren die Torpedos. Oh, die hat mit 700 ja kaum mehr was. So, das ist jetzt nicht so clever, was er... Ach, will er jetzt... Ach, der will die Türme gleich links scheinbar ready haben. Ja, rechts. Also jetzt hier mit dieser Sichtweise, da macht er nichts anderes, als dass er die Türme immer hin und her dreht. So, jetzt dreht er sie wieder so, dass es links kommen. Jetzt sollen sie doch wieder rechts. Also Miyoko ist natürlich ganz schön nah dran. Mit unter 11 Kilometer. Türme vorne sind schon am Start. Die hinteren drehen jetzt. Das Großkaliber in Brand gesteckt. Schießt jetzt hier mit HE gerade aktuell. Könnte eigentlich auch noch reparieren. Jetzt hat er auf AP geladen, wie man sieht. So, Miyoko hat auch Torpedos, darf man nie vergessen. Jetzt wartet er so lange, bis er ein bisschen mehr bekommt, aber die Miyoko gibt ihm jetzt nicht so viel Zitadellenmöglichkeit. So, jetzt könnte eine Zitadelle auf jeden Fall wegmachen. Da hat er drei davon am Start. Flugzeug hier. Und, oh nee. Er macht ihn immer noch nicht weg. Oh, Gott sei Dank hat die Miyoko ganz schlecht die Torpedos geworfen für ihn hier. Jetzt ist da die Zerstörung da. Flugzeuge in der Luft überall. So, und jetzt vorne die Shores noch weg. Kommen, kommen. Ach, hätte ich gedacht, die klappen. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Der Treffer war Gott sei Dank nicht so tragisch. Er hat jetzt hier HE geladen. Über ihm die ganze Zeit noch die Flugzeuge in der Luft. Der Krake wurde da freigelassen, meine Damen und Herren. 5 Kills. Ah, man sieht halt auch, wie lange das dauert, bis letztendlich die Flugzeuge mal runtergeholt worden sind. Und das ist jetzt nun der Fall, endlich. Jetzt da auf die Fuso. Die Fuso konzentriert sich nur auf die New Mexico, die natürlich von vorne kommt. Das Einzige, was ich ihm, was ich nicht so prickelnd finde, er nutzt zwar viel seine Torps, klar, man hat ja genug davon, aber wie das schießt teilweise, ist für mich jetzt nicht wirklich nachvollziehbar. Mit seinen Kanonen spielt er fantastisch gut. Das will er scheinbar im Cap-Kreis bleiben. Sonst wäre er schon vorne irgendwo abgebogen oder danach gehalten. Aber nee, er bleibt hier definitiv. Ja, und jetzt kommt doch noch vielleicht ein Torpedo da rein. Da sieht man immer, selbst was man vielleicht ab und an als Unsinn erachtet. Aber... Oh oh. Das bedeutet seine Zerstörung. Nummer 1, Nummer 2. Ja! Das ist die Zerstörung. Wir haben 5 Kills gesehen. Die Runde, ohne euch spoilern zu wollen, aber die Runde wird er gewinnen. Und zu dem besagten 48.000 Brandschaden hat er
noch weitere knapp 140er gemacht. Das war eine 185.000 Damage-Runde. Werdet ihr in den Endscreens sehen. Da war er sehr, sehr fleißig. Natürlich so die Haupt-Damage-Träger waren Hipper, waren Miyoko, waren Fuso. Da hat er schon ordentlich reingehalten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Atago. Vielleicht auch für den einen oder anderen immer wieder sehenswert, um sich so ein Schiff zu kaufen oder nicht. Dementsprechend lasst mir einen Daumen da oder auch natürlich euren Kommentar zu diesem Schiff. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.